Ich weiß jetzt halt auch aus dem Nachhinein, dass meine Mutter und mein Papa da auch schon Gespräche hatten, von wegen, dass ich es wahrscheinlich nicht bis auf die Station, auf die Transplantationsstation schaffe. Willkommen zu Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Hi, Jodie Calussi. Der Mensch denkt meist in Geschichten. Deine heutige Gesprächspartnerin hat gleich zwei mitgebracht. Die erste handelt von einem kleinen Mädchen, das sich schon früh in ihrem Leben tapfer einer schrecklichen Diagnose stellen musste. In ihrer zweiten Story geht es um eine junge, coole Frau, die andere Menschen dazu inspiriert, sich zu engagieren. Wir freuen uns, dass sie all ihre Geschichten heute mit uns teilt. Jodie Calussi, meet Luca Chiesi. Hallo. Luca, du hast eine sehr außergewöhnliche, ich will es fast schon sagen, krasse Geschichte. Blutkrebs als Kind, das ist schon hart, oder? Ja, klar, also ich war da mit 11 und wie du schon sagst, ich war ein Kind, also krasse Lebensveränderung. Wollen wir uns hinsetzen und ein bisschen darüber sprechen? Klar, die sehen ja auch mega bequem aus, die Das Sessel. stimmt. Wir haben auch schon mal einmal Probe gesessen. Wir wissen schon, dass wir uns hier sehr Ja, wohlfühlen auf und jeden sehr Fall. frei über alles sprechen können. Natürlich nicht nur über deine Krankheit. Heute soll es nicht nur darum gehen, aber natürlich auch. Wollen wir damit vielleicht direkt starten auch? So ein bisschen, ich weiß ein bisschen was von dir. Wir lernen uns heute gerade erst kennen. Also die Zuschauer heute können quasi auch zuschauen, wie zwei Leute sich kennenlernen. Ist auch voll spannend. Normalerweise Podcasts sind ja immer eher so gemacht mit Leuten, Ja. die sich schon kennen, so, die schon so cozy miteinander sind und wir tasten uns jetzt ein bisschen aneinander an, aber ist schon sehr sympathisch auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ein schönes Gespräch. Deswegen soll es nicht nur um deine Geschichte gehen, sondern auch um unser Leben. Aber erstmal vielleicht dieses Thema, was ich von dir weiß, dass du mit 11 die Diagnose bekommen hast, Blutkrebs. Und dass du heute hier sitzt, heißt, du hast es geschafft, da rauszukommen. Und den Weg von da bis da, wollen wir den einmal kurz aufgreifen, von was passiert ist, wie ist das alles passiert? Meine erste Frage, selbstverständlich, wie hat man überhaupt gemerkt, dass irgendwas schief läuft? So, wann war so der Punkt, wo man sagt, wir müssen jetzt mal testen, ob da vielleicht irgendwas, was waren so Symptome vielleicht? Ja, also so eindeutige Symptome hatte ich an sich nicht. Also ich war halt ein bisschen abgeschlagen. Ich habe nicht mal so gespielt, so. Also ich war noch in der Grundschule in der 5. Klasse. Und genau, also ich habe das an mir jetzt nicht so extrem gemerkt, aber es war dann eben so, dass ich dann irgendwann mit Fieber und Bauchschmerzen zur Kinderärztin bin und die hat mich dann eben ins Krankenhaus überwiesen, wo sie dann mir Blut abgenommen haben und da war dann relativ klar, dass ich eben Leukämie habe oder eine bestimmte Art von Leukämie. Und genau, und so richtig den Begriff Blutkrebs, den hat man mir nicht gesagt, sondern eher so Leukämie. Und ich hatte damals halt nicht wirklich einen Plan, was es sein soll. Und ich erinnere mich halt noch relativ gut daran, dass die Ärzte mir dann halt auch so ganz in so einer langsamen, behutsamen Stimme gesagt haben, ja, das bedeutet auch, dass du dann mindestens ein halbes Jahr nicht zur Schule gehen kannst. Und ich dachte erst mal so, oh ja, geil, das klingt ja mega. So, also ich meine, ich fand die Schule nicht scheiße, so, Ja, klingt aber erstmal es war so spannend, ja. entspannt, so, okay, Ja. nice, ich muss jetzt keine Hausaufgaben mehr machen. Genau, und dann ging es ja doch relativ schnell, dann doch irgendwie, dann waren es Eingemachte. Und in der ersten Runde war das halt eher so in Blöcke unterteilt und ich war, glaube ich, maximal 14 Tage am Stück auf der Kinderklinik. Also warte mal, erste Runde heißt, du hast zweimal Krebs? Ja. Also kann man das so sagen? Okay. Wie war das dann in der ersten Phase? Was habt ihr da für Medikamente? Was hast du bekommen? Was für Therapie oder Strahlentherapie vielleicht, oder? Ja, genau. Also ich habe, das ist halt relativ strukturiert. Das ist so in Blöcke. Ich erinnere mich da noch ein bisschen dunkel dran. Ich habe so eine Chemotherapie, wie die heißt, habe ich mir ganz gut gemerkt. Das heißt Asparaginase. Und das wird immer auf der Station immer die Nase genannt. Ist es die Nase, die man da bekommt? Okay. Ja, genau, daran kann ich mich Klingt ein erinnern. bisschen Aber falsch, fast schon. Die Nase ist in unserem Genre vielleicht ein bisschen was anderes inzwischen. ja, genau. Aber das war die Nase und die Okay. läuft, glaube ich, so 7 Stunden durch. Also das wird eben sehr langsam gegeben. Und die Bestrahlung hatte ich in der ersten Runde eben nur am Kopf. Okay.
Das Strahlung war auch so eine Sache, war ein bisschen merkwürdig. Man ist da halt so festgeschnallt, man hat so eine Maske auf, die ist so, man kann da halt durchgucken, da sind halt so Löcher für die Nase, aber man darf sich halt nicht bewegen und deswegen ist man da wirklich so festgeschraubt im Prinzip. An so einer, ja, es ist auch wirklich gruselig und es klingt richtig weird, so, aber ich hatte auch ein großes Problem mit der Bestrahlung, weil ich die Strahlen gerochen habe. Ach krass. Und ich echt hin und wieder einen Würgereiz hatte, weil das so ein merkwürdiger metallischer, chemischer Geruch war. Ich kann es mir fast vorstellen. Ja, aber meine Strahlenonkologen, die haben mich erstmal ein bisschen komisch angeschaut, aber ja, ich weiß auch nicht, ob es dazu irgendwelche Studien gibt, ob es noch andere Menschen gibt, die das riechen können, aber es ist richtig wild. Falls das jemand hier sieht und das weiß, kann uns ja gerne auf Instagram schreiben, dann wüssten wir gerne, ob ihr das auch erlebt habt. Nach dieser ersten Therapie hast du die Diagnose bekommen, ist es vorbei dann? Oder? Also ich habe meine Diagnose im November 2009 bekommen, meine ich, genau. Und bin dann, ich glaube, im nächsten Winter wieder zur Schule gegangen. Und dann sind wir am Nikolaustag 2010 wieder, halt, weil ich öfter dann mein Blut testen musste, sind wir hin und da wurde an mir und meiner Mama dann gesagt, dass ich halt wieder, dass es wiedergekommen ist. Und shit. Wie ging die Geschichte weiter nach der Hiobsbotschaft? Ja, nach der Botschaft sozusagen, da ist das halt so, dass eigentlich dann klar ist, okay, ich habe die gleiche Krebs, also die gleiche Leukämieart, ist halt wiedergekommen. Ab dem Zeitpunkt ist halt klar, okay, es allein die Chemo und die Bestrahlung schafft es einfach nicht. Mein Immunsystem schafft das nicht. Das heißt, ich brauche ein neues. Und da kommt dann die DKMS ins Spiel, die dann halt sofort die Spendersuche einleitet. Warte mal, wie heißt das? Neues Immunsystem heißt? Wie macht man ein neues Immunsystem? Ja, mit den Stammzellen. Aha. Und das ist dann eben die Stammzelltransplantation. Okay. Die dann eben durch, also die Suche durch die DKMS erfolgt. Und genau, bei mir war im Prinzip das Glück, dass ich relativ schnell einen Spender hatte, aber mein Weg dahin war sehr, sehr schwierig und kompliziert und war auch 10 Tage im Koma einmal. Das ist eigentlich auch eine Geschichte, die ich ganz gerne jetzt als Volunteer bei der DKMS erzähle. Manchmal so, dass es in Hollywood-Filmen ist ja so, dann ist da jemand im Koma und dann für ein Jahr oder so und dann springt er auf und springt aus dem Fenster und weiter geht's so und ballert noch irgendwo rum. So, oder? Aber ich musste laufen neu lernen, ich konnte noch nicht mal ein Wasserglas halten. So. Wow. Natürlich, ich war vorher nicht die Sportskanone, wenn man da irgendwie auf der Station liegt und man hat trotzdem Physiotherapie und so ein bisschen wenigstens. Ja. Und das war schon krass. Also so auch. Aber hast du im Koma, hast du wirklich einfach, du bist eingeschlafen, aufgewacht oder hast du so dieses, was man so sagt, manchmal hört man seine Leute oder irgendwas? Also ich hatte das jetzt nicht. Aber was auch ganz schön ist, meine Mama hat in der Zeit Tagebuch geschrieben und ich habe das immer noch. Ja. Also sie hat es mir dann gegeben in diesen 10 Tagen und Was alles so passiert ist, dass du es nicht verpasst. Genau, einfach so. Wie schön. Ja. Das ist eine süße Idee. Ja, eine lustige Geschichte daraus ist, dass sie, also was heißt lustig, ist auf dem Krankenhausgelände vom Virchow-Klinikum in Berlin. Da wurde sie in der Zeit von einer Krähenmama angegriffen. Oh nein. Ja, auf dem Gelände. Und hat sie das so hingeschrieben und hat dann irgendwie, also weil die Krähen, wenn die brüten, dann sind die halt super aggro. Ja, und lustig. Das hat sie da eben drin verewigt. Und dann wurde das irgendwie abgesperrt, dieser Baum mit Band und so, dass man da nicht mehr drunter durchgeht. Weil, das ist total verrückt, dass du diese Story gerade erzählst. Ja. Gestern habe ich mit einem Freund telefoniert, der wohnt auch in Berlin. Und der war spazieren und der hat ein Schild gesehen und hat gesagt, hey, ich sehe gerade ein Schild, das ist voll verrückt. Hier steht, Achtung, Krähen. Und wahrscheinlich ist es genau da gewesen. Da standen irgendwie so mehrere Schilder und er hat dann voll Angst gehabt, dass er auch von der Krähe angegriffen wird. Ja, kann das passieren. Ist ja, ja. Okay, gut. Jetzt waren wir im Koma. Was ist mal kurz passiert? Weil wie schrecklich. Ja, es ist so zeitlich, genau. Also ich glaube, das war aber da, genau, das Koma, das war tatsächlich schon nach meiner Transplantation. Ach so, wie ist denn so eine Transplantation abgelaufen? Genau, ich habe es ja dann geschafft,
auf die Station zu kommen und auf die 31, auf die Station 31. Hast du geschafft? Geschafft aus deinem, weil du gesund bist weiterhin oder weil jemand gefunden wurde? Beides. Also es muss auch jemand gefunden werden, meine ich. Aber es hat auch was mit dem, in welchem Stadium gerade dein Blutbild ist. Also wo sind gerade deine Zellen, wie viele hast du, was ist krebszellenmäßig? Was läuft da? Und auf der Station ist dann aber auch so, dass sozusagen das Ziel auf der Station ist, dein Immunsystem so weit runterzudrücken, dass du das Transplantat annehmen kannst. Dann war ich halt irgendwann so weit und man ist eben auf dieser Station, was vielleicht auch nochmal interessant, diese Knochenmark-Transplantationsstation ist so, dass man in einem Zimmer ist und man darf nicht rausgehen. Mhm. Und ich war da 3 Monate. Oh. Also es ist auch so, man darf Besuch bekommen, aber sehr wenig von Gleichaltrigen, vor allem von Erwachsenen. Und die müssen dann immer ihre Straßenklamotten, müssen sich immer umziehen in so die typische Krankenhauskleidung, diese blaue. Ja. Ja. Um dich zu schützen, wenn dein Immunsystem so schwach ist gerade. Genau, ich darf halt nichts so gar abbekommen. Nix. Also ich glaube, gelüftet durfte auch nicht werden und so. Also es war halt so, aber die hatten, glaube ich, gute Luftfilter. Und auch ein gutes Upgrade war... es gab bessere Fernseher als auf der normalen Kinderkrebsstation. Das war top. Ja, top. Genau. Genau, das war auch sehr wichtig. genau, da ist eben das wichtig, dieses Stadium, in dem dann die Zellen so niedrig gedrückt sind, dass man das Transplantat dann bekommen kann, nennt man dann wie heißt die nochmal? Ivy. Ja, hey Ivy, wie ist nochmal das Wort dafür, wenn das Immunsystem so weit runtergedrückt ist, dass man die Knochenmarktransplantation annehmen kann? Endlich darf ich auch mal mitreden. Hallo. Hallo. Das Wort, das Luca gesucht hat, ist Konditionierung. Das war alles klar. Das habe ich auch schon mal gehört tatsächlich. Okay, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir Bescheid, haben wir wieder was gelernt. Genau. Dankeschön. Gut. Ja, genau. Und als ich dann eben den Punkt erreicht hatte, konnte ich dann auch das Transplantat bekommen. Das war tatsächlich relativ, denke ich mal, unspannend, weil es einfach wie eine Transfusion, also es wird einfach aufgehangen und ich kriege das halt sozusagen, ich kriege das intravenös halt. Und ich meine, dass ich zuerst... Ich glaube, ich habe irgendwie Mario Brothers auf dem DS gespielt, glaube ich. Und da bin ich eingepennt. Also das ist der großartige Moment, auf den alle gewartet haben. Und Luca schläft oder spielt Nintendo DS. Eigentlich das, ein guter Tag. Ja, man jetzt mal ganz ehrlich sagen, das war ein guter Tag. Auf jeden Fall. Es gibt auch Bilder von mir, wo ich da so ein bisschen gelangweilt. Es war halt... Hast du das damals als Kind verstanden, was das jetzt bedeuten könnte? Oder war das auch eher so, ach, mach dir mal... Ja, also ich wusste, dass es... besonders ist, dass das so, aber irgendwie, wie besonders das ist, das habe ich damals halt nicht so richtig mitgekriegt. Weißt du, wie besonders das tatsächlich ist, einen Spender zu finden? Gibt es da irgendwelche Zahlen zu, die man weiß? Also es gibt sicherlich Zahlen, wir können sicherlich gleich einmal Ivy fragen, aber es hat zum Beispiel auch viel damit zu tun, wo deine Eltern herkommen, weil diese Merkmale, die der Spender erfüllen muss, die hängen viel einfach von der Region ab. Die sind einfach so ein bisschen regional behaftet. Und bei mir, ich bin durch und durch deutsche Kartoffel, soweit ich weiß. Und deswegen war es bei mir jetzt tatsächlich nicht so schwierig, einfach weil ich glaube, jetzt im Vergleich sehr viele Europäer registriert sind. So. Aber es kann eben für Menschen, wo der ein Elternteil aus einem anderen Land kommt, der nicht in Europa liegt, ist es halt manchmal schwieriger, dass die einen Spender finden, einfach weil da nicht so viele Leute registriert sind. Wollen wir einmal kurz Ivy fragen, wie frage ich denn? Ivy, könntest du mir sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, einen Stammzellenspender zu finden? In Deutschland finden 9 von 10 Erkrankten passende SpenderInnen. Jeder 10. findet leider keinen passenden Match. International sieht das aber ganz anders aus. Weltweit finden 4 von 10 Erkrankten keine geeignete SpenderInnen. Also erstmal 9 von 10. Ist schon mal gut, oder? Also ja, genau. Also ich schon mal nicht ganz schlecht. Kann natürlich 10 von 10 wäre natürlich noch besser und 4 von 10 außerhalb von Deutschland ist natürlich auch
Ja. Ein bisschen schade, dass so viele Leute das dann nicht finden. Dann sollten wir auf jeden Fall nochmal hier auf den Aufruf starten. Auf jeden Fall. Sich zur DKMS zu bewegen und sich da anzumelden, ist ganz einfach. Wir wollen auch später nochmal zeigen, wie das funktioniert, glaube ich, heute hier in diesem Podcast. Es ist super easy. Und man hat, also ich selber, ich bin auch angemeldet und man hat einfach ein gutes Gefühl. Dankeschön. Man hat ein gutes Gefühl, wenn man das gemacht hat. Das ist richtig nice. Wie lange ist das schon vorbei jetzt bei dir? Also ich hatte letztes Jahr tatsächlich mein 10-jähriges Jubiläum von der Transplantation. Das war ziemlich cool. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen der Anstoß jetzt doch nach meinem, in meinem Alltag habe ich sehr wenig Kontakt eigentlich so mit dieser, mit meiner Vergangenheit, so als leukämiekranke Person. Und jetzt dann nochmal so, okay, 10-jähriges, vielleicht nehme ich da dann doch wieder so Kontakt auf. Und ich habe dann mich, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich dann Volontär werden will. Und ich habe ein Video gedreht, tatsächlich. Das war, ich habe doch mal ein Video gedreht. Ja, also, du sagst die ganze Zeit, mit YouTube es war aber richtig cool. Ja, aber es war auch richtig spontan. Also, es war richtig spontan. So und ich habe auch einen Shot in dem Video, wo ich an der Straße des 17. Junis in Berlin, wo ich ja wohne, stehe, weil meine Transplantation war am 17. Juni. Nee, das und ist meine Straße. Genau, es ist meine Straße. Eine schöne Straße, hast du richtig die gute ausgesucht. Du hast dich da beworben als Volontär. Genau, dann war so, dass ich auf einem Workshop war. Man, als Volontär ist man dann auf einem Workshop. Mhm. Da kriegt man halt nochmal so ein bisschen Informationen und lernt eben super coole Leute auch kennen, die eben entweder ähnliche Geschichten haben wie ich oder Spender waren schon, mehrfach gespendet haben. Genau, und dann ging es dann auch los. Also jetzt unter Corona-Bedingungen waren eben sozusagen die normalen Aufgaben von Volunteers sind halt normalerweise Schulaktionen, dass man eben, dass eine Schule sich bei der DKMS gemeldet hat, die gerne eine Veranstaltung machen möchten, eine Informationsveranstaltung mit danach registrieren. Das ist eben gerade so ein bisschen anders als normalerweise gewesen. Jetzt gerade fangen wir auch wieder an, richtig an Schulen zu fahren. Das muss dann halt ein bisschen mehr geplant werden. So, aber hin und wieder haben wir dann halt auch andere Aktionen. Also zum Beispiel war ich jetzt vor kurzem auf der Insel Fehmarn. Das ist in der, an der Ostsee. Und da gab es ein Surf-Festival. Und da haben wir 4 Tage lang ordentlich registriert. Und das war auch richtig cool. Da habe ich auch gesehen, dass es echt spannend ist, auf Menschen zuzugehen, die vielleicht noch nie davon gehört haben oder vielleicht noch irgendwie ein paar Bedenken haben oder so. Und dann merkt man so, was es einem gibt, wenn man wirklich mit den Menschen redet und die dann auch ein Stück weit überzeugt und die deswegen sich registrieren. Das ist unglaublich. Das ist auch wirklich was Schönes, was es mir jetzt ein bisschen zu, also was ich auch der Welt zurückgeben kann, weil ich darf nicht spenden, weil wenn man eine schwere Vorerkrankung hatte, dann darf man das halt nicht und dazu gehört eben auch Krebs. Aber du kannst die ganzen Spender sammeln. Das ist noch mehr wert als deine eigene Spende. Ja, aber ich darf halt nichts spenden. Ich darf kein Blut spenden. Ich darf keine Organe spenden. Und deswegen versuche ich halt eher so irgendwie was. Du versuchst es nicht, du tust es. Das ist eine richtig gute, guter Ausgleich dafür. Also wir haben heute gelernt, wie einfach es ist, tatsächlich diese Spende zu vollziehen. Wir haben gelernt, wie viel es bewirken kann. Wir können wirklich Leben retten und tatsächlich ist auch, dass sich zum Spender sein anmelden sehr einfach und ich glaube... Genau, wir können einmal kurz rübergehen und euch das zeigen. Genau, wir haben was vorbereitet und dann gehen wir kurz hin. So, wie ich sehe, wir haben hier schon 2 kleine Test-Kits. Ja, Briefe bekommen. Das war komplett das falsche Wort. Das hat mich jetzt schon an diese Zeit gerade erinnert, aber wir wollen natürlich nichts testen. Wir wollen uns registrieren. Wie heißt das denn? Hat das ein Registrierungskit? Ja, ich denke mal, ja, genau, das kommt ja dann mit der Post an. Genau, ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich damals angemeldet habe, ich habe das super easy gemacht, einfach übers Internet. Man trägt da seine Daten ein bisschen ein und kriegt dann genau dieses Ding hier nach Hause. Kennen wir alle inzwischen, aber ist so viel weniger schlimmer als für den Grund, für den wir das alle kennen. Können wir ja noch einmal kurz erklären. Genau. Es ist so, es gibt hier 3 Stäbchen. Und die muss man alle 3 benutzen. Und zwar kommt eins, kommt rechts in die Wange für 1 Minute, reibt man das so ein bisschen doller, also nicht zu doll. Es geht nicht um den Speichel, das muss man vielleicht auch sagen, steht hier auch mit Ausrufezeichen. Genau, sondern es geht um die Schleimhaut und um die Zellen, also nicht einfach drauf spucken oder mit der Zunge, sondern wirklich an der Wange reiben, sonst bringt das Ganze alle gar nichts. Ne? Genau. Ja. Und?
Schmeckt es nach Erdbeer? Ich stelle mir das einfach vor, dann funktioniert das. Ah, das ist auf jeden Fall auch sehr schön. Bisschen was von Zähneputzen. Man streichelt die Wange. Ich habe ein bisschen so Schokolade gegessen. Ich hoffe, wenn ich das rausziehe, ist es jetzt... Meinst du, da sind auch HA-Merkmale drauf? Gute Frage eigentlich. Nein. Naja, okay. Also, das haben wir jetzt eine Minute lang gemacht. Mhm. Dann können wir das trocknen lassen. Genau, das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht nicht so die beste Idee. Ja, genau, das Trocknen ist ganz wichtig. Könnt ihr euch zu Hause auch ein Glas holen, wo das dann drin trocknen kann. Dann müsst ihr das nicht so professionell halten, wie wir das hier tun. Dann kommt die andere Seite. Genau, links. Same. Mhm. Woanders. Das schmeckt jetzt nach Banane, habe ich mir überlegt. Ja, merke ich auch. Aha. War nicht nach komischer, künstlicher Banane, sondern richtig wie Banane. Die echte Banane, so aus so Madeira oder so, da wo die auch echt wachsen. Ja. Das am besten. Ja? Ja. Wusste ich nicht. Nee? Obst und Gemüse aus den Ländern zu essen, wo es wirklich wächst, ist einfach ein anderes Game. Du wirst nie wieder Bananen von hier essen, wenn du da mal eine Banane gegessen hast. Ich esse eigentlich auch nicht so viele Bananen. Echt? Ich mag Bananen eigentlich gar nicht so gerne. So Banane ist so gut, aber die hier sind nicht so gut tatsächlich. Weil die werden so früh gepflückt, da haben die gar keine Nährstoffe. Egal, darum geht es halt nicht. Eine Minute ist vorbei. Wir können uns gut unterhalten währenddessen. Super, da geht die Zeit schnell vorbei. Und was machen wir mit dem letzten, wenn ich rechts und links habe? Genau, das ist so ein bisschen überall, also auch so hier so, bei der Lippe. Und auch da oben und so überall. Ne? Ja, okay, alles klar. Wir fangen an. Okay. Ach, was schmeckt das jetzt? Ups. Bubblegum. So natürlich. Ein bisschen weg von den natürlichen Sachen. Das kann ich mir am ehesten tatsächlich vorstellen bei diesen Dingen. Bubblegum, vielleicht ist das eine gute Geschäftsidee für die KMS. Ja. Dass die nach was schmecken. Leute, ruft uns an, wenn ihr das kaufen wollt, die Idee. Ja. Mit Patent und so. Und dann nochmal hier oben nochmal ein bisschen und so. Ja. So, lalala, eine Minute ist vorbei, zwei Minuten sind auch vorbei. Dann ist das so? Ja, genau. Wir haben jetzt nochmal zwei Minuten, die getrocknet. Alles ist trocken, super trocken. Und dann steckt man es einfach rein, macht es zu, schickt es ab, oder? Genau, wir können das ja auch mal machen, einfach vormachen, wie cool das ist. Und dann hat man hier so ein Klebedings. Zack. Tada. Und weg. In die Post. Und das war's. Also ich glaube, die kommt nochmal irgendwo anders hin und dann in die Post. Also in einen Umschlag. Wahrscheinlich, ja. Ja. Also Leute, so einfach ist es, sich zu registrieren. Ihr müsst noch nicht mal auf der Straße mit irgendwem quatschen. Ihr könnt einfach im Internet euch registrieren und dann kriegt ihr dieses Ding. Das ist, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Wenn wir wirklich eine Minute gemacht hätten, 1, 2, 3, 5 Minuten, dann ist es schon vorbei. Es tut nicht weh. Es kann nur Leben retten, niemandem schaden. Also bitte ich euch vom Herzen, euch da zu registrieren, euch das zu überlegen. Ohne dass irgendwer sich mal da registriert hätte, würdest du jetzt auch nicht neben mir stehen. Auf jeden Fall. Und das wäre so ein Verlust für die ganze Welt. Und es gibt so viele Menschen, die es auch noch verdient haben, gerettet zu werden. Gerettet zu werden. Gutes das heißt, Deutsch. Gerettet zu werden, aber ein weiteres Leben führen zu können. Und wenn wir schon mal einen Teil dazu beitragen können, so easy, dann sollten wir das alle machen. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserem kleinen Talk. Wir hätten noch so viel weiterreden können. Ich glaube, es mindestens gibt 10 Stunden, die wir noch mehr über alle Themen reden hätten können, aber dafür reicht die Zeit heute nicht. Vielleicht sehen wir uns ja an einer anderen Stelle nochmal für einen Podcast zusammen oder was auch immer. Man läuft sich immer zweimal über den Weg, mindestens. Mindestens. Deswegen danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann bald beim Spenden. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Danke, Ivy, auch für deine Informationen während unseres Talks. Und danke auch an alle Zuschauer, die bis hier zugeschaut haben. Wir haben jetzt für euch die Endcard. Wie gewohnt findet ihr ein weiteres Video. Außerdem den Link zu DKMS, wo ihr euch anmelden könnt. Super easy, noch einfacher als selber das einzugeben. Und außerdem auch noch ein Link zum Kanal. Genau, wenn euch dieses Video zu kurz war, dann könnt ihr auch uns im Podcast hören, wo wir noch mehr coole Geschichten erzählen und noch mehr uns austauschen über alle interessanten Dinge so. Genau, die ungeschnittene Version von diesem Video findet ihr in der Biografie, in der Beschreibung, unten unter den Links. Man weiß schon, wo man es findet.